Oje, oje, heute schon ein besonders schlimmer Tag. Und zwar habe ich heute eine Rechnung bekommen von S-Flex und ihr sicherlich auch mit einem Word-Datei im Anhang. Hier möchte ich gleich sagen, das ist sehr gefährlich. Diese Word ist noch nicht mal Word mit Makros, sondern ist eine Word-Datei mit einem, das ist gar keine Word-Datei. Das möchte ich mal kurz zeigen. Und zwar habe ich mir die Mühe gemacht, also nicht, ihr macht das bitte nicht nach, aber ich mache das jetzt folgendermaßen. Ich lade mir mal diese Datei herunter in ein Zwischenverzeichnis. Und jetzt gehe ich hin und lade unter Virus Total. Gehe ich rein, da gibt es eine wunderschöne im Online so eine Seite, kann man alles Mögliche durchprüfen. Wählen Sie diese Datei. Und wenn wir jetzt diese Datei aufmachen, ach so, scannen sollte man auch noch. Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je, oh je, oh je. Ah oh Gott, hier. Trojaner, 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 Makro, Trojaner. Ne? Also dieses Makro wird installiert, wenn man es aufmacht. Und dann wird ein Trojaner installiert mit reingelegt, Makro-Download und so weiter. Also, und wenn ihr das Ganze mit McAfee oder mit einem anderen Programm scannen lasst, hier zum Beispiel, wie immer, und was sagt es? Keine Probleme entdeckt. Das ist jetzt ein McAfee. Ihr verlasst euch normalerweise drauf, aha, das müsste gut sein, ist es nicht. Werfe diese E-Mails in Müll, weil die in den letzten paar Tagen zuhauf kommen. Da gibt es nicht nur eine, sondern kommen gleich massenhaft. Ich habe auf mehrere Accounts jetzt heute und die letzten Tage Word-E-Mail-Rechnungen bekommen mit Drohungen und Mahnungen. Eine Word-Datei im Anhang gleich entsorge, wenn sie nicht vom besten Kumpel ist oder von der Freundin, die gerade vorher einen Anruf hat. Oder von mir selber ist. Also, wenn es euch gefallen hat, haut einen Daumen drauf oder löscht das ganze Ding und abonniert mich doch mal, ja? Also.